Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass so viele gekommen sind. Und ich möchte mich auch erstmal bedanken, zuerst bei Frieda für die Einladung. Wir haben uns 12 Jahre, heute erstmal seit 12 Jahren gesehen, oder 13 Jahren, glaube ich. Das ist irgendwie ein ganz schöner Anlass, dass wir mal wieder zusammenkommen. Wir kennen uns eigentlich eher aus dem CCC, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Dann freue ich mich auch sehr und möchte mich auch nochmal bedanken, denen wird auch beiden ja im Buch gedankt, Max und Sabine, die in der Anfangsphase des Buches irgendwie sehr, sehr geholfen haben und das sehr so mit in Gang gebracht haben. Das stimmt, dass das Buch, das ich angefangen habe, das hier in Neukölln zu schreiben und dass es auch damit zu tun hat. Ich habe nicht mehrere Jahre hier gelebt, aber sehr, sehr gerne hier gelebt. Und Dank an Open Media und deswegen auch alle Spenden bitte an Open Media und nicht an mich. Was ich heute Abend, ich freue mich besonders auf das Gespräch hinterher, weil ich den Ansatz sehr, sehr gut finde. Die Arbeit von Ethan Drave war irgendwie sehr, für mich auch immer wieder während des Schreibens ziemlich anregend und ich komme halt auch selber, ich bin weder Drogenexperte noch Mediziner noch Soziologe, sondern ich bin Künstler. Also eigentlich etwas, komme nicht von einer institutionellen Seite oder habe auch keinen Hintergrund, auf den ich verweisen kann, der mir eine Autorität gibt. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz beim Schreiben des Buches, eine Sprache zu erfinden, die einerseits für Leute aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen zugänglich ist, die also, deswegen war das für mich auch, als ich das Buch geschrieben habe, sehr viel einfach übersetzen. Also das heißt, so, mir überhaupt erstmal verständlich machen, wie Chemiker über Drogen denken, mir verständlich machen, wie Mediziner über Drogen denken und das Ganze in eine Sprache zu überführen, von der ich hoffe, dass sie für fast jeden und jede lesbar ist. Und es war natürlich auch der Versuch, in einer Sprache das zu verhandeln, die sich nicht auf eine Autorität stützen muss, wie Wissenschaft oder Medizin oder Theorie, sondern die für sich steht und einfach aus der Behauptung, wie sie sich als Sprache aufstellt. Und ein bisschen verstehe ich auch diesen Ansatz, Verbindungen zwischen Initiativen zu begründen, die ihre Autorität eher aus ihrer praktischen Arbeit beziehen, als einer Zuschreibung, die sie bekommen von Institutionen. Ich werde am Anfang jetzt ein bisschen was sagen dazu, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das Buch zu schreiben, weil das auch sehr viel mit den Fragen, die mich besonders im Moment interessieren, zu tun hat. Das Ganze ist entstanden vor 8 Jahren, nicht im geringsten mit der Idee, ein Buch zu schreiben, sondern mit einem Telefonanruf. Das war ein Freund aus Island, ein Bekannter eher, der anrief. Und ist ein Musiker, Anfang 60, und von dem ich auch weiß, dass er seit 30 Jahren Musik macht. Am liebsten unter Einfluss von Speed und das ist der Musik auch anzuhören. Und weil Island nun eine Insel ist, war es immer etwas schwer, dort Amphetamin zu bekommen. Es ist zwar da eine sehr verbreitete Droge, aber es war halt nicht immer so leicht. Und deswegen hat sich das isländische Gesundheitsministerium irgendwann überlegt, dass sie für diejenigen, die sich als abhängig empfinden, als Substitution Ritalin ausgeben. Und das hat auch dieser Bekannte in Anspruch genommen und hat dann immer Ritalin bekommen und konnte dadurch das Ganze irgendwie, hatte den ganzen Hassel mit der Beschaffung des Speeds nicht. Und er war dann aber irgendwann damit konfrontiert, was so weltweit passierte, dass die Anzahl der Kinder rasant gestiegen ist, die auch Ritalin bekamen, weil sie an ADHS leiden. Und daraufhin hat dann das isländische Gesundheitsministerium beschlossen, zuerst die Kinder, dann die Speed-User. Und dadurch hat er das dann immer in kleinen Portionen bekommen und beziehungsweise wenn die Zahl der Kinder plötzlich ganz besonders rapide stieg, gab es dann einfach auch mal Phasen, wo er gar nicht mehr Ritalin bekommen hat. Jedenfalls hätte das nicht gereicht, um sich sozusagen für eine Deutschland-Tournee ausreichend damit auszustatten. Und deswegen hat er überlegt, dass er vom Ritalin wieder zurückgeht zum Speed, weil er hatte sich vorgestellt, das könnte man ihm hier einfacher beschaffen. Und war dann auf die Idee gekommen, ich könnte ihm das besorgen. Und der war immer sehr freundlich zu mir, wenn ich in Island war. Und ich wollte auch gerne irgendwie gefährlich sein, hatte aber nicht die geringste Idee,
wie ich das zu dem Zeitpunkt besorgen konnte. Damals habe ich nicht in Neukölln gewohnt, sondern auf dem Land. Und bin dann so etwas mit dieser Bitte durch den Tag gegangen und bin dann zum Sport gegangen. So auf dem Land ist ja ein bisschen langweilig und da macht man dann, geht man so, tut man, was man so tun kann. Und habe da so Sport gemacht und sah dann so den Trainer von dem Sportstudio und habe mir dann überlegt, das ist hier der Einzige auf dem Dorf, mit dem ich rede, dann muss ich den wohl fragen. Und habe ihn gefragt, dann so kann ja nichts passieren, wo kann man hier eigentlich Speed kaufen? Und dann sagte, kann ich dir besorgen, kein Problem, wie viel brauchst du? Ich brauche 30 Gramm, ich meine, das ist eine ganze Menge. Das dauert einen Tag länger, kriegst du übermorgen. Und dann bekam ich so eine Fotodose und war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, war das für mich irgendwie, ich kannte so als Teenager irgendwie Captagon, das war so ganz beliebt, aber sonst war das nicht so in meiner Welt so sehr vorhanden. Und diese Dose, weil das so schnell ging, habe ich dann ziemlich lange mit mir rumgetragen und wollte dann ein bisschen mehr darüber wissen, weil ich diese Konstellation halt einfach ziemlich interessant fand oder befremdlich. Also das ist etwas, was Kinder bekommen, um in der Schule besser zu funktionieren. Das ist etwas, womit jemand diese seltsame Musik macht. Und es ist etwas, was man im Sportstudio bekommt. Und mir ist dann einfach so aufgefallen, dass ich bin dann irgendwie ein bisschen konventionell in die Bibliothek gegangen und habe gemerkt, es gibt sehr viele Bücher über Cannabis, es gibt sehr viele Bücher über Heroin, es gibt sehr viele Bücher über Kokain, es gibt nichts über Amphetamin, fast nichts. Kurze Zeit später ist dann ein Buch erschienen, Nazis on Speed, was aber im Wesentlichen auch dieses Speed im Titel trägt, zwar sehr, sehr wichtige Aufsätze dazu beinhaltet, aber sich eher allgemein mit dem Verhältnis des Dritten Reichs zu Drogen auseinandersetzt. Nach langem, langem Suchen habe ich dann in Berlin zwei Bücher gefunden. Eins ist in der Bibliothek, wie heißt es da, wo dieses, bei der FU gibt es so von den Amerikanern noch so eine, glaube aus der halbwegs Besatzungszeit, eine Bibliothek. Und da gibt es einen Band vom MIT von 1975, der Speed Culture heißt. Das ist so ziemlich das einzige Buch, was es dazu gibt. Und es gibt eins in einer Bibliothek, die es nicht mehr gibt, in der Fahrbibliothek von Neukölln. Das heißt Speed, das hat der Sohn von William Burroughs geschrieben, mit 19. Ein ganz tolles Buch, was man jetzt leider in Berliner Bibliothek nicht mehr findet, weil es die Fahrbibliothek nicht mehr gibt. Und so, mich hat dann einfach dieser blinde Fleck sehr, sehr interessiert. Und es gibt natürlich dann, wenn man im Netz guckt, eine Menge. Ethan Rafe hat wichtige so kleine Monographien geschrieben, aber es gibt keine, es ist insgesamt etwas, was bei Weitem nicht so beleuchtet ist wie andere Drogen. Und ich habe dann halt angefangen, immer weiter zu suchen und gemerkt, dass es doch wahnsinnig viel gibt. Nämlich in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. In dem Moment, wo man anguckt, bestimmt von Schriftstellern Tagebücher anguckt, wenn man anguckt, wenn man Musik anguckt, es gibt unglaublich viele Lieder, meines Erachtens gibt es mehr Lieder über Amphetamin oder die von Amphetamin geprägt sind, als von irgendeiner anderen Droge. Einfach auch, weil es die Droge ist, die Popgeschichte am längsten begleitet hat und natürlich auch die am allerlängsten einsetzbar war. Und so hat sich dann aus ganz, ganz vielen kleinen Stücken so ein Bild zusammengesetzt. Und ich werde jetzt mal so einen schnellen Abriss darüber machen, was Amphetamin ist und daran auch so ein paar Fragen versuchen zu formulieren, die mich in dem Gespräch hinterher interessieren würden. Amphetamin ist ein Abfallprodukt der zweiten industriellen Revolution. Hier an der Humboldt-Uni ist es synthetisiert worden, 1886, von einem Rumänen. Ein Rumäne, der sich nicht im geringsten für Drogen interessiert hat, auch diesen Stoff, den er damals synthetisiert hat, nicht an Menschen irgendwie erprobt hat. Das ist jemand, der dann später als Industrieller sehr erfolgreich wurde mit einem Raffinerieverfahren für Öl. Den hat es einfach interessiert, wie kann man künstlich Stoffe generieren und die dann später verwerten. Das war dann eine Sache, die einfach so als Doktorarbeit in die Bibliotheken ging. Und darauf gestoßen ist eigentlich erst jemand in den 20er Jahren, ein Allergologe in Los Angeles, Gordon Allis heißt er, der versucht hat, damals, oder den Auftrag hatte, von der Praxis, für die er gearbeitet hat, einen Ersatz für Ephedrin zu finden. Ephedrin wurde damals eingesetzt bei Asthmaanfällen, weil es die Lungen weitet und dadurch einen Asthmaanfall unterbrechen kann. Und er ist dann auf
diese Formel gestoßen von Amphetamin, das hieß damals noch nicht Amphetamin, er hat den Namen Amphetamin gegeben und hat dann gemerkt, das ist etwas, was zwar auch sehr viele andere Wirkungen hat, aber auch die Lungen und Bronchien weitet und man kann damit Asthmaanfälle unterbrechen. Und er hat dann diese Nebenwirkungen erstmal vernachlässigt und hat es verschiedenen Firmen vorgeschlagen, daraus doch ein Asthmamittel zu machen. Darauf hat keine Firma reagiert, dachte er zumindest, aber eine Firma hat das damals kopiert, diese Formel, das ist die Firma SmithKline, die gibt es bis heute, heißt heute GlaxoSmithKline, ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt, und hat 1933 einen Stift, muss man sich das vorstellen, wie den Vic Medi-Night Stift, auf den Markt gebracht, den man sich halt im Falle eines Asthmaanfalls oder bei starker Erkältung in die Nase stecken konnte und dann durch Inhalieren den Asthmaanfall unterbrechen. Das war ganz eindeutig, also Patentpiraterie, die dieser Konzern damals betrieben hat. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil Amphetamin ist die erste ganz, ganz große Pharma-Erfolgsgeschichte einer Massenherstellung von Medikamenten. Und heute argumentiert ja die Pharmaindustrie sehr, sehr stark so, dass ihre Medikamente so teuer sein müssen, weil sie Forschung betreibt. Und eigentlich ist die Initiation dieser Industrie durch etwas entstanden, also durch ein geklautes Patent, also keine Forschung, die betrieben wurde. Das kam auf den Markt, dieser Stift, und war innerhalb kürzester Zeit ein unglaublicher Erfolg, was relativ überraschend war, weil es mitten in der Wirtschaftskrise war. Und ziemlich schnell begann dann die Zahl der potenziell Asthma-Kranken und der Käufer dieser Stifte auseinanderzuklaffen. Und die Firma SmithKline war sehr angetan von diesem Erfolg dieses Stiftes und hat dann eine andere, also eine sehr wichtige Strategie der Pharmaindustrie erfunden, nämlich die, dass sie für einen Wirkstoff sehr viele Einsatzgebiete erfunden hat. Sie hat also sehr viele Forscher beauftragt, nach möglichen anderen Anwendungsgebieten für diesen Stoff zu suchen. Und das war extrem erfolgreich. Innerhalb von 7 Jahren wurden 40 Anwendungen. Es wurde dann für Parkinson angewendet, es wurde für Koffeimanie angewendet, es wurde zum Alkoholentzug angewendet. Also ein unglaublich breites Spektrum, von dem mittlerweile nur noch 2 Anwendungen übrig sind, nämlich die bei Aufmerksamkeit, also ADHS, und bei Narkolepsie, während alle anderen mittlerweile vernachlässigt werden, wobei derzeit neue Anwendungsgebiete wieder erforscht werden. Ein anderer Teil der Strategie war die, was es bis dahin auch nicht gab, die Zweiteilung der Förderung, also der industriellen. SmithKline hat selber diese Forschung mitfinanziert, hat aber die in 2 Teilen bewilligt, nämlich zuerst die Forschung bewilligt und im zweiten Schritt die Publikation bewilligt. Und natürlich einfach nur die ihnen quasi einträglichen Ergebnisse, also in dem Moment, wo ein Gebiet erforscht wurde, was keinen Markt versprach, beziehungsweise wo ein Markt durch die Forschungsergebnisse geschlossen wurde, wurde einfach das nicht publiziert. Sehr interessant ist auch in dem Moment, also es gab bis zu dem Zeitpunkt nichts in dem Sinne, es gibt seit den 20er Jahren Forschung zum Bereich der Depression oder dass dieser Begriff als pathologischer Begriff entsteht. Der erste Bereich, wo das eingesetzt wird, ist, also die erste Behandlung ist auch mit Amphetamin eben im Verlauf der 30er Jahre. Das Konzept war damals, das geht aus von dem Begriff der Anhedonie, also dass die Depressiven ihr Glücksgefühl verloren haben und dadurch, dass man ihnen sehr kompakt ein Glücksgefühl vermittelt durch einen Amphetaminschock, sie wieder erlernen, Glück zu erleben. Ein Konzept, was dann verworfen wurde. 1937 kommt es dann auch, es gibt dann ab 37 nicht nur diesen Stift, sondern es gibt dann auch Amphetamin in Tablettenform. Und das wird schon nach wenigen Monaten bei Kindern eingesetzt und da wird die anfangs als paradox beschriebene Wirkung festgestellt, dass diese Kinder zu Kindern, die als auffällig nervös gelten, das hat man damals Minimal Brain Dysfunction genannt, dass denen das verabreicht wird und die danach sich besser konzentrieren konnten. Es gibt also eine sehr lange Geschichte, man kennt das eigentlich als, dadurch, dass es so massenhaft auftaucht, erst
seit Beginn der 90er Jahre. Und seitdem gibt es auch diesen Terminus, oder den gibt es seit Ende der 80er Jahre, ADHS. Aber das Phänomen gibt es schon wesentlich früher. Parallel gibt es dann eine Entwicklung. In Deutschland wird das importiert aus den USA. Und Deutschland wusste halt Ende der 30er Jahre, dass es der Welt den Krieg erklären wollte. Und dass es mit bestimmten Importen relativ schwierig werden könnte. Und vor allem bei den potenziellen zukünftigen Feinden. Und man hat sich damals in Deutschland sehr viel mit Kunststoffen und Recycling beschäftigt. Also Perlon ist damals beispielsweise erfunden worden, man hat an künstlichen Treibstoffen gearbeitet. Und es gab auch ein in zivilen Zusammenhängen entstehendes Projekt, nämlich per Recycling aus Großmüll, also aus Müll der Großindustrie, Amphetamin herzustellen. Das Ergebnis war dann aber Methamphetamin. Methamphetamin gab es vorher schon in Japan, das ist keine deutsche Erfindung, aber die Herstellungsform, es gibt eine spezielle Herstellungsform, die dann im Dritten Reich entwickelt wurde, die es erlaubte, es sehr, sehr billig herzustellen. Dieses Methamphetamin ist stärker, es wirkt direkt auf das Gehirn, weil es durch ein zusätzliches Molekül schneller die Filter vor dem Gehirn überschreiten kann und dadurch so direkter wirkt. Und war nicht mal als Asthma-Mittel geeignet, dafür war es einfach viel zu stark. Es wurde dann so als auch Antidepressiva eingesetzt, aber auch, und das ist, denke ich, ein sehr, sehr interessanter Punkt, als Substitut oder Entwöhnungsmittel oder Entzugsmittel für Leute, die Drogenprobleme hatten. Es gab einfach ein sehr, sehr großes, die Nationalsozialisten haben gleich nach der Machtergreifung den Krieg gegen Rauschmittel erklärt, oder gegen Rauschgift, hieß es. Weil es einfach ein sehr großes Morphium- und Kokainproblem aus den 20er Jahren gab. Und was ich denke, was daran sehr interessant ist, da ging es also nicht darum, Leute von der Droge wirklich loszubringen, sondern ihnen einen Ersatz zu geben. Das heißt, eine Droge durch eine andere Droge zu ersetzen und dadurch natürlich aber auch zu kontrollieren, wer nimmt Drogen, wie werden Drogen genommen und natürlich auch einen viel größeren Zugriff auf den Geldfluss, der sich damit verbindet, zu haben. Das ist eine Sache, die aktuell auch eine ganz, ganz große Rolle, denke ich, spielt, wenn man einfach beobachtet, wie der Markt für Ersatzdrogen speziell bei Heroin steigt und das, was da heute eben größtenteils verbreitet ist, wobei mittlerweile gibt es eine ganze Reihe Mittel, aber eben das bekannteste, Methadon ist auch eine Entwicklung, die damals zeitgleich entstanden ist, die Ende der 30er Jahre in Deutschland entwickelt wurde, dann als Kriegsbeute in die USA ging, in Deutschland nie zum Einsatz kam und dann eben in den 70er Jahren in den USA mit dem Beginn des War on Drugs eine sehr große Rolle spielte. Ist dann militärisch eingesetzt worden, muss jetzt so ein bisschen beschleunigen. Nach dem Krieg ist Amphetamin und auch Methamphetamin sind sehr normale Sachen, sind auch dann weltweit Substitutionsdrogen, sind unglaublich populär geworden durch den Krieg, haben dadurch einfach, dass sie so eine massenhafte Verbreitung gehabt haben und sie waren einfach ungeheuer billig und dadurch für sehr viele, die sich sonst keine Drogen leisten konnten oder auch zum Beispiel bestimmte Jugendbewegungen, die sich nicht mal Alkohol leisten konnten, war das einfach die Droge, weil es zum Beispiel in England, wenn man das bei der Mordbewegung sieht, ein Mord hätte Anfang der 60er Jahre 10-mal so viel für Alkohol ausgegeben, um sich sozusagen wegzuschießen, wie er für Amphetamin ausgeben musste. Es hat einfach eine große Rolle gespielt, dass für diese Verbreitung, dass es so unglaublich günstig war. Dann entsteht so ein Parallelmarkt. Bis dahin ist das einfach so eine ganz legale Droge, die zwar verschrieben wird ab einem bestimmten Punkt, aber die sehr, sehr einfach zu bekommen ist. Es hat teilweise auch mit Dingen, die heute auch noch eine große Rolle spielen, dadurch, dass größere Mengen von den Herstellern, also von den industriellen Herstellern in Drittländer exportiert werden und dann wieder ins Land hineingeschmuggelt werden, spielt in den USA. Also es wurde einfach dann gesagt, es gibt eine unheimlich große Nachfrage in Mexiko nach Amphetamin oder auch nach anderen Drogen und das wurde dann über die Grenze wieder ins Land gebracht. Methamphetamin, was einfach sehr, sehr frei verteilt wurde zum Opium- und Alkoholentzug, wird dann Anfang der 60er Jahre vom Markt genommen, weil einfach so eine Parallelschattenwirtschaft entsteht und da entstehen die Sachen, die wir auch heute kennen, also dass einfach in kleinen Laboren das hergestellt wird. Das hat dann in ganz, ganz vielen
so kulturelle Einflüsse, also ich mache das, schreibe das in dem Buch zum Beispiel, machst du den Ausgangspunkt, dass es so als Medium in die Popmusik eintritt, aus bei Judy Garland. Judy Garland hat seine Schauspielerin, die in Wizard of Oz die Hauptrolle spielt, ist eine Kinderdarstellerin, die damals spielt die 10-jährige Dorothy, ich glaube, den meisten kennen diesen Film, The Wizard of Oz. Und die war halt als 16-Jährige eigentlich zu alt besetzt und fing dann an, während der Produktion zu pubertieren. Und dann hat die Filmherstellung erstmal angefangen, über das Kostüm sie sozusagen wieder kindlicher zu machen. Und nachdem das dann nicht aussah, also der Busen wurde so weggespannt und sie bekam ein Korsett, als das nicht ausreichend schien, hat der Werksarzt vorgeschlagen, dass man ihr ganz, ganz viel Amphetamin gibt, damit sie während der Produktionszeit nicht isst. Und sie ist dann so, hat einfach unter, wenn man dann das Lied einfach sieht, dann sieht man auch, wie dieses seltsam Flirrende, was in diesem Lied Over the Rainbow drin ist, und auch dieses, das ist auch so ganz komisch weiter Ferne gesungen. Amphetamin boomt dann so bis auf diesen Knick im Bereich Methamphetamin, so bis in die späten 60er, 70er Jahre. Wird militärisch vor allem von den USA genutzt, also im Koreakrieg und im Vietnamkrieg, taucht später aber auch in vielen Bürgerkriegen auf, ist einfach für ganz, ganz viel Popmusikproduktion wichtig, ist aber auch sehr wichtig für, wird von vielen Schriftstellern gerne benutzt, einfach weil es enthemmt bestimmte Sprachzentren, diejenigen, die mit Amphetamin oder Speed oder Methamphetamin zu tun haben, kennen das vielleicht so als Laberflash, ist einfach sehr, sehr viel und sehr gerne in unterschiedlicher Qualität gesprochen wird. Und das haben einfach Leute wie Sartre oder Philip K. Dick einfach eingesetzt, um die teilweise sehr, sehr viel schreiben wollten. Das geht dann, Sartre beschreibt das sehr ausführlich in so späten Interviews, manchmal zu Lasten, wobei Sartre führt so eine ganz interessante Trennung ein, der Literatur nie unter Amphetamineinfluss geschrieben, während der Theorie unter Amphetamineinfluss gerne geschrieben hat, hat also am Morgen so ein Röhrchen genommen und dann schrieb sich das wie von selbst in nicht sehr geordneter Form, wie er dann auch einräumt. Es gibt dann so einen Knick, der ist meines Erachtens sehr stark bedingt durch die Hippie-Bewegung. Das ist also eine Droge größtenteils, die es ist eher eine proletarische Droge, es ist eine Unterschichtdroge. Und plötzlich taucht in den 60er Jahren so eine gehobene Mittelschichtbewegung auf und möchte auch Drogen nehmen und ist damit konfrontiert, dass es halt lauter Prolls und Kleinbürger gibt, von denen sie sich unterscheiden wollen, die alle permanent Drogen nehmen. Und da taucht so, und jetzt wollen die Hippies intelligentere Drogen nehmen und führen eigentlich so eine Art Brandmarkung oder führen. Es ist zuerst so eine gewisse Hochnäsigkeit, mit der die Wirkung von Speed beschrieben wird oder auch die Benutzer beschrieben werden. Und da wird so eine Unterscheidung eingeführt, die eigentlich auch dann so bis heute anhält, wo so eine etwas negative Konnotation davon auftaucht. Das geht dann sehr schnell von dieser sich ja progressiv verstehenden Hippie-Bewegung über in so konservative Medien. Und wird dann eben auch Teil von der Argumentation des War on Drugs, der 1971 einsetzt, der am Anfang natürlich in einem sehr großen Konflikt ist. Es ist ein Industrieprodukt, was unheimlich viel Geld bringt und wo es wird bei weitem nicht so scharf bewertet wie jetzt Heroin. Zu diesem War on Drugs, jetzt muss ich so ein bisschen die letzte Seite, also es taucht dann wieder auf, es gibt so ein Comeback, nachdem, also es wird taucht in den 70er, 80er Jahren der Versenkung auf. Das hat auch damit zu tun, dass es einfach ein skeptisches Verhältnis zur Technologie gibt und Amphetamin verkörpert natürlich so ganz extrem so eine Vorstellung der technologischen, ich denke, man kann das sehr gut als Körpertechnologie, also nicht nur als Medium, sondern auch als Körpertechnologie beschreiben, die sehr an diesen Gedanken der Moderne, des schneller, weiter und einer bestimmten Leistung, also dass man dem Körper einfach technologisch bestimmte Leistungen abzwingen kann. Wobei Speed nichts damit hat, dass man sich mehr Energie gibt, sondern es drängt im Bewusstsein einfach nur die Erschöpfung nach hinten. Aber das sind alles Dinge, die im Zuge, also das taucht so auf, 72, da gibt es dieses Gutachten des Club of Rome, der einfach die Endlichkeit dieses Fortschritts benennt
Und dass es einfach so nicht weitergeht. Und das wirkt sich auf ganz, ganz viele Technologien aus, dass einfach langsamer Auto gefahren wird und dass einfach auch weniger Speed genommen wird. Und dann gibt es eine Rückkehr in den 80er Jahren. Das ist sehr angestoßen durch die Regierung von Ronald Reagan. Und das Leitbild dieser Rückkehr zur Technologie und zu den Stärken und Möglichkeiten kommt, ist der Star Wars, also der Krieg der Sterne, der zum Glück ja bis heute nicht stattgefunden hat. Und im Zuge davon taucht auch Amphetamin dann oder tauchen sehr viele Psychopharmaka wieder massiver auf. Und kurz danach kommt dann auch, das hat auch damit zu tun, dass Psychotherapien rückläufig sind Ende der 80er Jahre, beginnt zum Beispiel der Boom im Bereich von ADHS. Das taucht dann natürlich im Zusammenhang von Techno verstärkt auf. Es passt auch wieder irgendwie sehr viel besser zu so einem affirmativen Verhältnis zu Technologie. Der Krieg gegen Drogen ist zu dem Zeitpunkt, meines Erachtens, dieser Krieg gegen Drogen wurde nie gegen Drogen wirklich geführt, sondern er hat einfach ganz unterschiedliche, war einfach sehr gut für bestimmte unterschiedliche Interessen. Er hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass Anfang der 70er Jahre sich Arbeit anders organisiert, dass die Fabrik im Zentrum der Organisation von Arbeit verschwindet und dass es sich so auflöst, dass Massenarbeitslosigkeit auftaucht. Und da war natürlich so eine Vorstellung, das sind eher dann alles Leute, die Drogen nehmen, war einfach ein sehr, sehr guter Vorwand, in bestimmte Milieus vorzudringen. Deswegen ist seitens dieses Kriegs gegen Drogen sehr lange Zeit auch Amphetamin gar nicht verfolgt worden, weil es meistens, zum Beispiel in Deutschland, nicht Milieus berührt hat, die nicht kontrollierbar waren. Es war einfach für Drogenbekämpfung natürlich sehr interessant, in bestimmte migrantische Milieus einzudringen, die für den Staat von außen uneinsichtlich waren. Das waren aber keine typischen, das war eher, die haben nicht mit Amphetamin gehandelt. Oder denen war das auch nicht zuzuschreiben. Und deswegen brauchte man das auch nicht weiter zu verfolgen. Außerdem war einfach ein ganz geringer Geldfluss damit verbunden, obwohl relativ große Mengen kontinuierlich davon unterwegs waren. Das hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren geändert, dadurch, dass relativ viel aus dem ehemaligen Ostblock kommt und da natürlich bestimmte Grenzen neu definiert werden mussten und auch ein Interesse daran bestand, so einen Zugriff zu haben. Als Ganzes ist der War on Drugs oder Krieg gegen Drogen wird schon lange als komplett gescheitert betrachtet und auch als Projekt, was eigentlich vollkommen sinnlos ist. Er ist aber nie als aufgelöst erklärt worden. Und einer der größten oder massivsten Übergriffe im Zusammenhang mit diesem War on Drugs ist vor 4 Jahren passiert, und zwar in Thailand und im Zusammenhang mit Amphetamin und Methamphetamin. In Thailand und wie in vielen Teilen von Asien sind sehr, sehr verbreitete Drogen. Thailand wird größtenteils versorgt aus Myanmar. Myanmar ist einer der blinderen Flecken auf einer kontrollierten Weltkarte. Und es gibt einfach auch bestimmte Guerilla-Armeen oder Guerilla-Bewegungen in Myanmar, die sich über die Herstellung von Methamphetamin und Amphetamin finanzieren. Und der Versuch dieser thailändischen Regierung war damals, diesen durch einen ganz, ganz massiven Polizeieinsatz diesen Traffic zu unterbinden, indem man versucht hat, alle an der Einfuhr beteiligten Thailänder dingfest zu machen. Es wurde eine Liste von 40.000 Namen erstellt von Leuten, die in den Handel involviert sein sollten. Und dann wurde auch sehr massiv auf die einzelnen Polizisten Druck ausgeübt. Und das kam dann dazu, dass innerhalb von 6 Wochen 2.500 Menschen, die angeblich in diesen Handel verwickelt waren, erschossen worden sind von der Polizei. Das ist der massivste Übergriff im Zuge dieses War on Drugs bisher überhaupt gewesen. Also sowas hat es auch in Kolumbien nicht gegeben, wo es ja teilweise auch Luftangriffe gegeben hat. Und daraufhin haben dann Menschenrechtsorganisationen angefragt. Das ist etwas, also dieser Übergriff ist in den westlichen Medien sehr, sehr wenig überhaupt registriert worden. Das kann man aber alles in asiatischen Zeitungen nachlesen. Es gab dann Anfragen seitens von Menschenrechtsorganisationen an die United Nations, wie es kommen könnte, dass Thailand eine so aggressive Drogenpolitik führt. Und die Antwort der United Nations war, dass Kinder, das sei richtig,
was Thailand da machen würde. Das sei gute Drogenpolitik. Kinder hätten das Recht, in einer drogenfreien Umgebung aufzuwachsen. Und das ist meines Erachtens natürlich eine ziemlich absurde Argumentation, weil der Wirkstoff, der da hergestellt wird, wird gleichzeitig von sehr, sehr vielen Industriefirmen auch hergestellt, unter anderen Produktionsbedingungen, auch unter ganz, ganz anderen Umständen, auch natürlich mit anderen Zielen. Aber es handelt sich um einen ähnlichen Wirkstoff, der auch eben in Adderall oder anderen Medikamenten an Kinder massenhaft vergeben wird. Und da heißt es ja nicht, man müsste jetzt mit Maschinengewehren bei Shire Labs oder wie die jeweiligen Firmen heißen, mal reingehen und Leute umbringen. Und ich denke, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich das, was noch aufrechterhalten wird vom Krieg gegen Drogen, sehr, sehr stark im Zusammenhang mit der Kontrollgesellschaft steht und mit dem Bedürfnis, einfach alle Bereiche der Gesellschaft oder der verschiedenen Gesellschaften und auch geopolitisch alle Bereiche transparent zu halten und darauf Zugriff zu halten und natürlich einfach auch Geldflüsse, sobald sie speziell über Grenzen gehen, zu kontrollieren. Und das taucht auch ein bisschen auf. Ich denke, dass im Falle von Methadon oder anderen Substitutionsdrogen kann man das ja schon sehr deutlich sagen. Es ist ja sehr fragwürdig, also Methadon ist ja hochgesundheitsschädlich, dass es da in irgendeiner Form um Gesundheit geht. Da geht es natürlich auch im hohen Maß um Sicherheit und Kontrolle. Und was ich einfach sehr auffällig finde, jetzt gibt es seit 4 Jahren eine zunehmende Indikation von ADHS bei Erwachsenen. Und eine der Merkmale, die bei Erwachsenen auftauchen, ist eben, dass sie vorher Speed oder Kokain gerne als Droge genommen haben. Und daran kann man erkennen, dass sie an ADHS erkrankt sind, weil sie das einfach gerne nehmen und sich damit beruhigen. Da ist natürlich fast etwas wie Substitution im Ansatz gegeben. Und deswegen würde ich nachher auch gerne, jetzt speziell auch mit Hans Kusto, über diese Frage der Substitution sprechen, im Unterschied zu so etwas wie Selbstmedikation mit den Punkten. Danke für die Aufmerksamkeit und glaube dann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch direkt, ob es ganz konkret fragen oder ob wir die nach der Pause machen wollen. Ja? Ja. Da kann ich darauf hinweisen, dass die Menschenrechte erst seit diesem Jahr bei den Drogenkontrollbehörde, bei der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen erwähnt werden. Antonio Mario Costa hat das also durchgesetzt gegen den Widerstand übrigens von den USA und einigen anderen Ländern, dass Menschenrechte, die UNO feiert ja die Menschenrechtskonvention, dass die überhaupt in der Drogenpolitik eine Rolle spielen sollen. Also wenn man sich vorstellt, bis zum Jahr 2008 hat die UNO kein Deut darauf gegeben, dass die Drogenpolitik und die Drogenkontrollbehörden weltweit die Menschenrechte überhaupt achten. Und darum ist dieses Jahr auch das sogenannte Year of the Period of Reflection, also das Jahr der Besinnung in der Drogenpolitik. Und es ist erstaunlich, wie wenig von den Regierungen zu diesem Thema kommt, obwohl es also offizieller Auftrag der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen ist, die Drogenpolitik und ihr Erfolg dieses Jahr zu evaluieren für die nächste Konferenz 2009 im März in Wien. Also die Bundesdrogenbeauftragte Sabine Benzin hat bis jetzt dazu nichts, aber auch gar nichts gesagt. Also ich selbst kann. No? Danke. Also für den Hinweis, dass das nochmal so genauer ausgeführt wird.
Wenige Tage vor Weihnachten 1970 mietet sich ein dicker Mann unter dem Namen Colonel John Burroughs in ein 5-Sterne-Hotel in Washington ein. Kaum auf seinem Zimmer setzt er sich an den viel zu kleinen Schreibtisch und beginnt, einen Brief an den damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, zu schreiben. Ich sprach in Palm Springs mit Vizepräsident Agnew und äußerte meine Sorge über unser Land, die Drogenkultur, die Hippie-Demonstrationen, die Students for Democratic Society. Ich habe kein anderes Motiv, als unserem Land zu helfen. Also wünsche ich keinen Titel oder Posten, ich kann Ihnen aber von größerem Nutzen sein, wenn ich zum frei arbeitenden Agenten des FBI ernannt würde. Und würde es auf meine Weise tun, durch Verbindungen zu Menschen jeden Alters. Ich habe eine tiefschürfende Untersuchung des Drogenmissbrauchs und der kommunistischen Techniken der Gehirnwäsche unternommen. Und ich bin mitten in dieser ganzen Sache, wo ich viel Gutes tun kann und will. Ich würde Sie gerne treffen, nur um Hallo zu sagen, falls Sie nicht zu beschäftigt sind. Am Vortag hatte sich der Briefschreiber schon persönlich beim FBI vorgestellt. Ein ahnungsloser Pförtner ließ den für sein Empfinden skurrilen Mann gar nicht erst durch die Tür. Aber der, der da abgewiesen wird, ist berühmt. Seine aus der Form geratene Erscheinung ähnelt jedoch kaum noch dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm kennt. Der Abgewiesene ahnt nur, warum er nicht durchgekommen ist. Er weiß, dass er es noch einmal anders versuchen muss. Bei seinem zweiten Anlauf meldet er sich schriftlich an. Schon am nächsten Tag, es sind nur noch 3 Tage bis zum Heiligen Abend, nimmt sich Richard Nixon Zeit, den freiwilligen Helfer im Weißen Haus zu empfangen. Bei diesem ersten Treffen ernennt der Präsident seinen Besucher zum Agenten der Fahndungsbehörde des Bundes. Elvis Presley, den ein Gesichtsausdruck berühmt gemacht hat, der so beneidenswert und sich selbst verliebt aussah, als registriere er außer sich nichts anderes auf der Welt, küsst den Präsidenten mit einem Lächeln auf die Wange und sagt Danke. Elvis' Arbeit als Agent bleibt lange Zeit undurchsichtig. Öffentlich wird erst später die Anschwärzung der Beatles als Finanzier antiamerikanischer Umtriebe. Geschickt versteht Elvis es immer wieder, nicht über das Teppichmuster zu stolpern. Und, was vielleicht noch viel wichtiger ist, er hat einen Grundgedanken von Nixons Politik verstanden. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern die Unmenge, sondern der Umgang damit. Wichtig ist, dass ihre Benutzer nicht die Kontrolle über ihre Arbeitskraft verlieren. Solange sie aber ihre Funktionalität aufrechterhalten oder besser noch sie optimieren, ist alles im grünen Bereich. Und Elvis, der sich mitten in seinem Comeback befindet, arbeitet selbst so hart, als wolle er seinen neuen Chef beweisen, dass auch radikale Drogenbenutzer viel zum Bruttosozialprodukt beitragen können. Ein halbes Jahr nach dem geheimen Treffen erklärt Nixon Drogen zum Staatsfeind Nummer 1. Die Feindschaft meint der Präsident buchstäblich. Die USA führen nun gegen den unkontrollierten Gebrauch von Drogen Krieg. Wie beim Harrison Narcotic Act, dem in die Jahre gekommenen Vorläufer des War on Drugs, handelt sich auch bei dieser Offensive um die Folge eines Krieges. Die Situation hatte sich zugespitzt, nachdem GIs in Vietnam massenhaft mit Heroin in Kontakt geraten und abhängig von der Front heimgekehrt sind. Ausgezehrte Drogenabhängige in verschlissenen Tarnanzügen gehören nun in den Großstädten zum öffentlichen Bild und verbreiten die Drogen in der Zivilbevölkerung. Zeitgleich geraten die USA in finanzielle Bedrängnis. Der Krieg in Vietnam hatte schon mehr als 200 Milliarden US-Dollar gekostet. 8 Wochen nach der Erklärung des War on Drugs erleben die USA am Schwarzen Freitag einen verhängnisvollen Zusammenbruch der Börsen. Was folgt, ist kein gewöhnliches Fallen der Kurse, sondern ein historischer Einschnitt, der darin gipfelt, dass die Goldpreisbindung des Dollars aufgekündigt wird. Am 16. August 1977 unterbricht eine Sondermeldung alle Radioprogramme. Die ständig wiederholte Nachricht wirkt schockierend. Erstarrt steuern viele Autofahrer einfach immer weiter. Innerhalb weniger Minuten kommt es zu unzähligen Auffahrunfällen. In Einkaufszentren, Schnellimbissen, auf der Arbeit oder zu Hause brechen Menschen in Tränen aus, halten sich Unbekannte an den Händen, machen sich von der Aufregung ihrer Eltern verstörte Kinder nass. Bei Ford in Detroit verlassen die Arbeiter, wie überall im Land, ihre Fließbänder und scharen sich in den Gemeinschaftsräumen um die Radios. In vielen Städten brechen Telefonnetze zusammen, weil alle darüber sprechen wollen, niemand will in diesen schrecklichen Stunden allein sein. Derjenige, der die Massenhysterie
verursacht hat, liegt tot in einem Vorstadthaus. Hier hat er geherrscht wie ein König. Gleichgültig und mitleidlos pflegte er seine Schrullen. Wie kann er jetzt tot sein? Anfangs heißt es, die Todesursache sei eine Überdosis Heroin gewesen. Eine unfassbare Vorstellung. Doch der König hatte sich jahrelang zurückgezogen, was schon vor seinem Tod wilde Spekulationen ausgelöst hat. Zum Glück dauert es nicht lange, bis es dann heißt, es habe sich um Herzstillstand durch Versagen der Atmungsorgane gehandelt. Der King verkörpert wie kaum ein anderer den amerikanischen Traum. Als Verkörperung der Rolle des Tellerwäschers gelang es dem LKW-Fahrer, aus den Versatzstücken seiner ländlichen Hillbilly-Kultur einen strahlenden Kosmos überdrehter Töne und Zeichen zu gestalten, an dem alle Spaß hatten und der ihn zum Plattenmillionär werden ließ. Lange Zeit hieß es, Elvis Presley sei im deutschen Bad Nauheim während seiner Militärzeit erstmals mit Amphetamin in Kontakt gekommen. Ein Vorgesetzter habe den wachschiebenden Soldaten nachts auf den Geschmack gebracht. Die Geschichte vom verführten Befehlsempfänger rückt Elvis ins Licht eines unschuldigen Menschen, der bei der Ableistung seiner Pflicht an Drogen geriet. Überzeugender wirkt die Version, Elvis sei schon am Anfang seiner Karriere, also vor der Militärzeit, durch einen Radio-Disc-Jockey in seiner Heimatstadt Memphis an den chemischen Verstärker herangeführt worden. Amphetamin hätte in diesem Fall maßgeblich zur Verhandlung des zurückhaltenden jungen Mannes in den lüsternen, die Hüften kreisenden König, der wie ein Schwarzer sang, beigetragen. Während sich der Anfang von Elvis' Amphetaminkarriere im Nebel der Annahmen und Behauptungen verliert, hat sein Hausarzt Dr. Nick den Verbrauch der späten Jahre mit höchster Genauigkeit festgehalten. Deutlich lässt sich an der Buchführung der Wechsel vom Amphetamin zu Beruhigungs- und Schmerzmitteln ablesen. Mit seinem Wechsel liegt Elvis voll im Trend oder, wie Hunter S. Thompson die veränderte Nachfrage kommentiert, es ist historisch erwähnenswert, dass die Downers mit Nixon kamen. Je verlogener eine Gesellschaft wird, desto größer wird ihr Verbrauch an Beruhigungsmitteln. Die Unruhe des Körpers im Taumel des Schwindels wird mit chemischer Verdrängung flach gehalten. Am 15. August 1977 hatte Agent Elvis wieder zwei Pistolen in den Hosenbund des extraweiten, speziell für ihn angefertigten Trainingsanzug geschoben. Zärtlich streicht er über die aufgenähten Blockbuchstaben D, E, A, die für Drug Enforcement Agency stehen, und nimmt den goldenen Zündschlüssel von der Anrichte. Auf dem Flur sieht ihn ein Gesicht an. Er denkt, es sei seine Mutter, und im nächsten Moment erkennt er sich, aber irgendwie hängt ihr Antlitz noch im Spiegel. Ihm gefällt die Begegnung nicht, sein Gesicht sieht aus, als friere er. Er wankt in die Küche und macht sich am Buffet zu schaffen, trinkt ein Glas warme Milch und schleicht zur Kellertreppe. Es geht steil hinunter. Er muss sich festhalten. Unten angekommen, streift er durch ein paar undefinierte Nebenräume, bis er in der Garage anlangt. Er mag die nach Gummi riechende Stille. Elvis hebt sich durch die Fahrertür, zieht sie hinter sich zu, kurbelt das Fenster herunter, schiebt den Schlüssel ins Schloss. Jetzt fährt er los. Durch den Garten, über die Nebenstraße und auf die Hauptstraße und in die Stadt hinein. Es ist eine fast klare Nacht. Hoch steht der Mond und wird nur selten durch kleine Wolken gefiltert. Er dreht seine Überwachungsrunde. Am Ende der Tour parkt er den Wagen wieder in der Garage. Jetzt bekommt er Hunger. Er geht in die Küche, isst und macht sich auf den Weg zu seinem Zimmer. Da er noch nicht schlafen kann, betrachtet er mit einem leisen Kopfschütteln sein Leben. Was er sieht, ist ein Getümmel, in dessen Mitte er gestanden hat, das sich unmerklich von ihm zurückgezogen hat und sich nur noch einmal aus der Ferne meldet. Mittags finden die Hausangestellten zwischen Waschbecken und Toilette einen riesigen Körper, der in der Form zusammengekauert, als würde er beten. Obwohl ihm die Zunge aus dem Mund hängt, heben sie ihn nicht hoch. Es ist nicht das erste Mal und irgendwann wird er schon von selbst aufstehen. Diesmal aber bleibt Elvis liegen. Der mit dem Toten befasste Arzt protokolliert, er habe noch nie so viele Drogen im Körper eines einzelnen Menschen gefunden. In dem Obduktionsbericht vermerkt er Rückstände von Codein, Morphium, Metaqualon und Diazepam.
Bei den insgesamt 14 Verbindungen handelt es sich um saubere Sachen aus der Apotheke oder chemische Auswüchse, die sich aus der Überdosierung legaler Stoffe ergeben. Okay.